Mein Name ist Leopold Krüg von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und wir haben heute hier ein Projekt vorgestellt, das nennt sich Faszination Medien. Ist ein praktisches Arbeitsmaterial für Schule und offene Jugendarbeit, wo man sich mit der Diversität von unterschiedlichsten Medieninhalten, aber eben auch mit so gesellschaftlichen Diskursen in den Medien beschäftigen kann, wie Gewalt in den Medien, gibt es überhaupt eine Form der Privatheit in den Medien. Und das ist das Material hier, was wir vorgestellt haben. Es ist eine DVD-ROM, die über die Bundeszentrale für politische Bildung zu beziehen ist. Das ist auch unser Partner gewesen, zusammen mit der Filmuniversität. Und über eine ganze Reihe von Jahren haben wir ein Material entwickeln können, wo Schüler sich einerseits eben informieren können. Mit vielen Medienbeispielen kann man sich sozusagen dort über Filme, Nachrichtenvermittlung, Computerspiele und diese ganzen Felder, die Jugendliche ja alle parallel nutzen. Und gleichzeitig müssen sie durch interaktive Touren sich so quasi durcharbeiten, müssen Aufgaben lösen, aber eben auch zu bestimmten Fragestellungen eine Haltung beziehen, was ja noch gar nicht immer so einfach ist, wo sie einfach eine Meinung abgeben können, wo sie eben partizipieren können an einem Thema, einer Diskussion, die dann auch in den Klassenverband rausgegeben wird, aber möglicherweise eben auch erstmal mit sich selbst ausgemacht werden muss. Und dieses Unterrichtsmaterial ist so vorgesehen für die Altersgruppe 14 bis 16, kann aber auch schon ab 12 eingesetzt werden. Und ja, wir gehen davon aus, dass dieses Material sehr, sehr häufig benutzt wird, auch im Unterricht, aber eben auch in der offenen Jugendarbeit, und freuen uns über viele Nutzer.